Ich habe schon mal den ersten Schluck genommen. So, guten Morgen, Joder, Gerd, Kiwanok. Wir haben Freitag, den 28.10. haben wir hier und das bedeutet natürlich Wochenende. Aber während des Intros habe ich jetzt hier mal geguckt und leider genauso wie am Mittwoch funktioniert der Countdown nicht. Da entschuldige ich mich. Da müssen wir irgendwas dran basteln, damit das wieder funktioniert, weil ich denke, ihr habt auch nur so eine leere Wand geguckt, ne? Diese News-Hintergrund, was wir hier haben. Aber egal, wir sind jetzt live, wir sind jetzt da und ja, wie ich sehe, auch auf YouTube und auch auf Facebook schaut man uns zu. Wir sind übrigens auch auf Twitter live, wenn das jemand so nutzt, wenn das jemand auch so mag und oder lieber da schauen möchte. Wir sind dann auch auf Twitter live jetzt. Immer, also immer diese drei Kanäle in der gleichen Zeit. So, Joder Gerd Kiwanok, Minden Kinekmann grüßt hier schon auch aus Bayern, aus der Nähe von Stuttgart, aus Bokrosch, Schiklo, Schmeißen und so weiter und so fort. Wolfgang Fischer wieder der Erste aus Gummersbach. Und ja, da freut mich, dass so viele von euch jetzt auch wieder dabei sind. Ich hoffe, wir haben hier dann auch gemeinsam eine schöne Sendung. Und wir haben jetzt so, ich glaube, nur schöne Themen. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob in den News irgendwas anderes ist, aber ich glaube auch nicht. Ich rede dann hier auch noch von einigen schönen Sachen. Event-Tipps zum Halloween und zum Herbst. Also trinken wir gemeinsam noch einen Schluck, okay? Bevor es hier weitergeht. So, ich denke, ich spiele mal die News ab. Da ist das Wichtigste drin. Und da erfahrt ihr auch die meisten Sachen. Da gibt es sogar, ich sag nur so viel, einen Lego-Löwen werdet ihr sehen. So viel dazu. Ja, bis gleich. Guten Morgen, Ungarn. Fakten, Infos und Aktuelles beim Frühstück. Die Universität Sopron entwickelt ihre digitale Infrastruktur mit 2,2 Milliarden Forint aus EU-Mitteln. Im Rahmen der Investition, die bis 2026 abgeschlossen sein soll, werden alle operativen Prozesse im Bildungsbereich im Hinblick auf Digitalisierung und Automatisierung neu gestaltet. Die auf 4 Jahre angelegte Investition wird die Entwicklung von WLAN, ein geschlossenes System zur Verwaltung von Fernlehrgängen und die Ausstattung mehrerer Klassenräume und Labors mit digitalen Werkzeugen ermöglichen. Mehr als 1300 IT-Programme werden angeschafft, etwa 2000 Studenten erhalten eine Aus- oder Weiterbildung zur Kompetenzentwicklung und etwa 1000 weitere erhalten eine Aus- oder Weiterbildung zur sogenannten intelligenten Spezialisierung. Die Präsidentin Katalin Novák besuchte Österreich und sprach vor Studenten an der Katholischen Universität ITI. In ihrer Rede sprach die Präsidentin über die Bedeutung des traditionellen Familienmodells, die Rolle der Großeltern und die Vereinbarkeit von Kindererziehung, Familienleben und Beruf. Sie erwähnte auch, dass in Ungarn 6,2% des gesamten Inlandsprodukts für die Unterstützung von Familien ausgegeben werden. Novák Katalin war auch in Wien zu Besuch, wo sie unter anderem eine Pressekonferenz mit dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen abhielt, bei der sie über die engen wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Ungarn und Österreich sprachen, die seit Jahrhunderten besteht und immer stärker werden. Österreichische Unternehmen beschäftigen 70.000 Menschen in Ungarn und 115.000 Ungarn arbeiten in Österreich. Das Grünbus-Programm zielt darauf ab, die ungarische Busflotte mit elektrischen oder umweltfreundlichen Dieselmotoren zu modernisieren. Jetzt wurden in Székesfehérvár 12 neue Elektrobusse vom Typ Icarus 120e übergeben. Die modernen Icarus-Busse bieten insgesamt 30 Sitz- und 55 Stehplätze und können je nach Wetter und Straßenbedingungen bis zu 300 km mit einer Ladung zurücklegen. Sie sind außerdem mit Klimaanlage und USB-Ladeanschlüssen ausgestattet. Die berühmten Löwenstatuen auf der Budapester Kettenbrücke werden derzeit restauriert, aber zur Überraschung aller bewachte gestern doch eine Wildkatze die Brücke. Der Lego-Löwe, der 2,8 Tonnen wiegt und aus 850.000 Lego-Teilen gefertigt wurde, ist genauso groß wie das Original. Der Plastiklöwe wurde von Balázs Dóczy, einem offiziellen Lego-Baumeister, modelliert und entworfen. Die Arbeit dauerte 560 Stunden. Der Lego-Löwe ist jetzt auf dem Clark-Adam-Platz ausgestellt, wo die Besucher ihn bis Ende November aus der Nähe bewundern können. Die Kunstgalerie Kieselbach wird am 11. November im Budapest Marriott Hotel ihre erste Auktion zeitgenössischer Kunst aus 77 Jahren abhalten.
Eine Ausstellung mit dem Material der Auktion wurde am Donnerstag in Budapest eröffnet. Die groß angelegte Ausstellung mit dem Titel Ungarische Meisterwerke aus 77 Jahren zeigt Hauptwerke, Raritäten, zeitgenössische Ikonen und Sammlerstücke. Die größte Sensation ist nach Angaben des Auktionhauses das 1967 entstandene Gemälde von Ilona Keserü, einer weltberühmten Vertreterin der Neo-Avantgarde. Das Gemälde wird zum ersten Mal auf dem Kunstmarkt angeboten und ist mit einem Startpreis von 48 Millionen Forint eine außergewöhnliche Sensation. Das Wetter in Ungarn. Am Freitag können sich die am Morgen entstandenen Nebel und Schichtwolken während des Tages halten. Sonniges Wetter wird vor allem in den Gebirgsregionen und in der transdanubischen Region erwartet. Die Höchsttemperaturen werden zwischen 11 und 15 Grad liegen. In sonnigeren Gebieten kann es auch bis zu 20 Grad werden. Guten Morgen, Ungarn! Fakten, Infos und Aktuelles beim Frühstück. Ja, das waren also die aktuellen News. Ihr habt ja auch den Lego-Löwen gesehen. Ne? Das fand ich ganz cool. Das war für mich Highlight der Woche, finde ich. Also solche News wären ja toll, wenn man das jeden Tag solche Sachen sehen könnte. 560 Stunden Arbeit mit den Lego-Löwen. Unglaublich. Ja, noch ein kurzes Bericht über, also zum Wetter. Das habe ich so 5 Minuten vor der Sendung euch einige Bilder von unserem Office im 7. Stock gemacht. Ihr kennt ja den Ausblick schon so ziemlich, aber naja, hier gibt es ja nicht so viel zu sehen. Also wirklich, wirklich fetter Nebel hier überall um uns herum. Und es sieht auch aus, als ob das den ganzen Tag auch so bleibt. Ja, kurz jetzt habe ich mal hier die Frage von Klaus Stefan gesehen. Nico, stimmt es, dass dieses Jahr keine Weihnachtsbeleuchtung in Budapest gibt? Ja, das war auch gestern in unseren Kurznachrichten im Guten Morgen Ungarn. Es stimmt wirklich, also Budapest, die Stadtverwaltung, der Stadtrat hat entschieden, dass es dieses Jahr keine Weihnachtsbeleuchtung, so wie wir es kennen, geben wird. Also das bedeutet, dass die Straßen mit den, also die Laternen, die Lampen werden da nicht dekoriert und die diese ja, Lichtmeile, wie man so schön auf den Bildern immer gesehen hat, die wird es dann nicht geben. Es gibt einige Gebäude, die dekoriert werden und beleuchtet werden. Ich glaube, so 300 Gebäude hat man da gesagt. Aber die werden auch 2 Stunden früher ausgeschaltet. Also es wird natürlich Weihnachtsstimmung auch in Budapest geben. Darauf muss man jetzt nicht verzichten. Nur halt auf diese großen Straßen, beleuchteten Straßen und so, was man halt so sonst kennt. Aber auch zum Beispiel Szeged und Siófok haben gesagt, dass sie das dieses Jahr nicht machen. Von Győr wissen wir noch nicht. Also die anderen großen Städte wissen wir auch nicht. Aber auf jeden Fall muss man sich darauf vorbereiten. Also dieses Jahr wegen der Energiekrise wird es halt ein bisschen anders sein. So viele Leuchten kann man ja nicht, zu diesen Preisen kann man die nicht so lassen, dass sie die auch leuchten. Aber ich glaube, verzichten müssen wir auf die Weihnachtsstimmung nicht. Hoffentlich. Also, aber auf jeden Fall wird es so, wie wir es kennen, nicht sein in Budapest. Und leider auch nicht in Szeged oder Siófok, wie gesagt. Ja. Soweit kann man heute bei uns nicht sehen durch Nebel. Ja, dann auch wahrscheinlich in Deutschland so. Also, es ist jetzt so die nebliges Wochenende, oder? Ich habe ja ein neues Auto seit August und neu daran sind die Nebellampen unten. Oder ich weiß nicht, ob das einen speziellen Namen auf Deutsch hat. In Ungarisch sagt man Kötfein, Nebellampe. Und das nutze ich jetzt in den letzten Tagen sehr aus. Und ich freue mich auch darüber. Es gibt so ein bisschen mehr Sicht und ja, ich freue mich darüber. So, jetzt aber kommen wir zu den Zahlen, also zu einer Zahl zumindest. Euro-Forint-Kurs liegt heute bei 411 Forint pro Euro. Und da muss man sagen, dass man sich darüber auch schon freuen muss, oder? Also ein bisschen komisch, dass wir uns jetzt schon darüber freuen, dass es über 400 ist, aber zumindest nicht 430, wie in den letzten Wochen wir auch gesehen haben. Heute also 411 Forint pro Euro. Und das ist eigentlich ganz stabil. Das haben wir jetzt seit einigen Tagen so. Zwischen 409 und 412. Da wurde irgendwas stabilisiert. Leider verstehe ich nichts davon, von den Finanzen. Aber sie haben wahrscheinlich irgendwas gemacht da. Ne? So, da haben wir auch einen Namenstag. 2 Namenstage haben wir heute. Simonetta und Simon. Also Simonetta, ich glaube, wie sich das auch anhört, ist ja Frauenname und Simon ist dann
der Männername. Also herzlichen Glückwunsch zum Namenstag. Boldog Névnapot kívánunk. Jeder Simonetta oder Simon. Gibt es hier Simon oder Simonetta? Gibt es ja auch die Namen auf Deutsch, Englisch und anderen Sprachen. Also ihr könnt das, glaube ich, auch heute feiern. Warum nicht? Das ist ja eine freie Welt. Man kann da machen, was man will. Ne? Also warum nicht einfach den Namenstag feiern? Hoffe, du hast schon die Winterreifen drauf, Nico, fragt der oder sagt der Klaus. Ja, Sven hat das ja auch schon zum letzten Mal gesagt. Winterreifen sind ja nicht obligatorisch. Es gibt keine Winterreifenpflicht in Ungarn. Wenn es für einige Tage, also für mehrere Tage unter 7 Grad ist, ist das dann stark empfohlen, aber bestraft wird man nicht. Ich mache das jedes Jahr drauf. Also ich habe auch jedes Jahr Winterreifen und danach Sommerreifen drauf. Ich habe die noch nicht, aber am 4. November gehe ich meine Winterreifen auflegen aufs neue Auto. Also muss man sich keine Sorgen machen. Ich gehe durch den Winter mit Winterreifen. Ist auch besser so, ne? Also wenn man schon zwei Garnituren von Reifen hat, sollte man die auch ausnutzen. Ist auch viel besser so. Ich rate auf jeden Fall für Winterreifen, ob obligatorisch oder nicht. Ja, so. So viel dazu. Wir haben den Namenstag. Ja, und wie ihr wisst, warum sitze ich hier? Der Sven, der ist nämlich nicht in Ungarn. Ich glaube, wo er jetzt ist, ist kein Nebel und da ist auch viel Sonnenschein, nämlich in Südfrankreich, naja, im Staat von Monaco ist er. Ne? Und darüber erzählt er euch wahrscheinlich auch nächste Woche sehr viel. Und der hat mir auch schon einige Bilder geschickt. Sieht sehr schön aus, sieht sehr cool aus. Und ja, er arbeitet da jetzt, aber wie gesagt, er wird auf jeden Fall euch was darüber nächste Woche erzählen. Und was interessant ist, habe ich heute Morgen erfahren, gestern Abend hat tatsächlich in Budapest Monaco gespielt. Also in Fußball Monaco gegen FTC, Ferencváros Tornaklub aus Budapest. Die sind ja jetzt in der Europa Liga, sie machen auch sehr gute Spiele, finde ich. Und hier hat auch MT einige Bilder vom Spiel gemacht. Ja, es wurde 1-1 das Ergebnis und ja, Gleichstand ist das. Aber guck mal, hier ist sehr große Freude von der ungarischen Mannschaft von Ferencváros. Warum? Naja, sie sind ja in der Gruppe H und ja, bei Gleichstand gibt es ja auch Punkte und jetzt hat dann auch Ferencváros so viele Punkte, dass sie die Tabellenersten geblieben sind in der Gruppe H. Also sie haben jetzt 10 Punkte und Zweiter ist sogar Monaco mit 7 Punkten. Und das nächste Spiel für Ferencváros ist dann gegen die türkische Mannschaft Trabzonspor. Ich weiß nicht, ob ich das richtig sage. Trabzonspor, keine Ahnung. Gegen sie werden sie am 3. November, nächsten Donnerstag um 18.45 Uhr spielen. Der 3. November, ja, das ist übrigens mein Geburtstag. Da werde ich 27 Jahre alt. Unglaublich, oder? Also, wer hätte das geglaubt? Manchmal, wenn ich so in ein Tabakgeschäft gehe, irgendwas kaufen, dann fragt man mich, wie alt bist du? Bist du schon 18? Kann ich deinen Ausweis sehen? Und ich sage, ja, sehr gerne. Solange sie nicht glauben, dass ich über 18 bin, ist das doch gut, oder? Also vor allem, wenn ich mich schon rasiert habe. Jetzt mit sowas könnte ich vielleicht rein. Aber es kommt immer noch vor, unglaublich. Neulich war ich mit meiner Freundin, sie wird jetzt 21, ich werde 27 und von ihr wollte man keinen Ausweis, nur von mir. Ja, ist auch was Witziges, darüber haben wir auch geschmunzelt ein bisschen. Ja. Ich sehe gerade, in Passau ist Sonnenschein. Ja, sehr schön. Ich freue mich, wenn ihr dann auch Sonnenschein habt, wo ihr seid. Leider in Győr, in Ungarn, ist jetzt noch nichts, aber hoffentlich klärt sich das dann auch. Nico feiert deinen Geburtstag schön. Ja, ich glaube, das wird nicht so ein großer Geburtstag, ist ja nur 27, kein rundes Geburtstag. Ich glaube, wir sitzen nur irgendwo in der Stadt von Győr rein mit einigen Freunden und dann hauen wir einige Biere rein. Ist doch die beste, oder? Ja. 27 ist sehr jung, schön. Ja, finde ich auch. Also, wenn man sich 30 nähert, wenn man so 18, 20 ist, ist 30 immer so, 30, das ist schon ziemlich viel. Aber man merkt, wenn man in die Nähe von 30 kommt, dann ist das eigentlich nicht so schlimm, oder? Aber jetzt finde ich auch, heutzutage wird man auch immer jünger. Also, man bleibt mehr jünger.
Und ja, ich habe sowas gehört, das hat mir sehr gut gefallen. 50 ist die neue 30. Stimmt eigentlich, oder? Also mit 50 ist man noch so hip, man ist da noch so jung und man kann da noch sehr, sehr viel lernen, sehr, sehr viel entdecken. Und man muss im Kopf jung bleiben, oder? Also das habe ich auch immer, das habe ich schon gelernt. Ich versuche immer im Kopf jung zu bleiben, weil wenn man im Kopf jung bleibt, ist man auch jung. Immer was Neues lernen, immer neugierig bleiben und dann wird's schon. Ja. Nico, der Vorteil ist, wenn du alt bist, dann siehst du immer noch jung aus. Ja, danke schön. Wir werden sehen, wann das letzte Mal sein wird, dass man mal nach meinem Ausweis fragt, wegen meines Alters. Also ich bin gespannt. Vielleicht war es schon das letzte Mal, wer weiß, aber ich hoffe nicht. Ja, trink mir noch einen Schluck auf die Jugend, auf die Jungheit, ne? Und wir gehen dann weiter. Wie gesagt, also Monaco. Ferencváros 1 zu 1 und das nächste Spiel am 3. November, mein Geburtstag, nächsten Donnerstag. Da werden wir sehen, wie sich das denn so entwickelt. Ja, dann habe ich auch einige Programmtipps für euch zum Halloween. Ich weiß jetzt nicht jeder mag Halloween, weil das so amerikanisch ist. In Ungarn sagt man so viel, dass wir das hier nicht wollen. Das ist eine westliche Feier, das brauchen wir hier nicht. Aber wie ich das sehe, wird das immer wieder populärer. Nicht nur Halloween, sondern auch andere Sachen, die aus Amerika kommen oder Westeuropa kommen. Die werden immer beliebter hier. Ich muss auch sagen, es tut auch Ungarn gut, wenn man so ein bisschen von anderen Ländern andere Sitten übernimmt oder man auch feiert. Also Halloween, ich finde es auch auf jeden Fall Spaß. Also vor allem, wenn man Familie hat, wenn man Kinder hat, die Kinder werden daran mega Spaß haben und Ungarn hat da auch sehr viel zu bieten. Zum Beispiel, wie jedes Jahr feiert man in Győr im Zoo auch Halloween. Jetzt sogar 2 Tage, also am 30. und 31. Oktober gibt es Halloween-Programme und für Familien mit Kindern ist das auf jeden Fall ein super Erlebnis. Es wird Rätselspiele geben, wo man auch Preise gewinnen kann. Es gibt ein Spielhaus mit dem Thema Madagaskar, mit dem Film. Kennt ihr wahrscheinlich, ne? Das ist auch sehr, sehr, wird auch sehr, sehr spaßig. Und am 31. um 16 Uhr geht dann eine Schatzsuche los. Und da passt man auch auf die Umwelt auf. Da gibt es keine Papiere, gibt es keine Einleitung oder so. Man braucht nur sein Handy, wahrscheinlich irgendwie eine App oder eine Webseite. Sie wissen, dass jeder ein Handy dabei hat, der kommen wird. Und da kann man dann eine Schatzsuche mitmachen. Da gibt es auch natürlich auch sehr schöne Preise zu gewinnen. Maskottchen werden da sein, die die Besucher begrüßen. Man kann mit ihnen Fotos machen von verschiedenen Cartoons, die Charakter. Und Dracula trifft man da auch eigentlich und man kann da auch in seiner Kutsche mitfahren. Wird auf jeden Fall interessant. Und was mir am besten gefallen hat, bei dem Tigern, im Zoo bei den Tigern wird es eine, pass mal auf, Zombie-Hochzeit geben. Ich weiß nicht, wer daran gedacht hat, Zombie-Hochzeit. Gefällt mir aber sehr gut die Idee. Ich werde leider nicht da sein können, aber Zombie-Hochzeit ist doch auch was. Da, ja, da dreht sich alles um so eine Geschichte, so ein bisschen theatermäßig. Und da gibt es irgendwas, was man nicht trinken darf, hat man so vorher schon erwähnt. Also wenn der Zombie kommt und dein Bier ausgeben möchte, nicht akzeptieren, weil das dann auch schlimm wird. Ja, so viel zu Dürr. Also auf jeden Fall, wenn ihr hier in der Nähe seid, ein Besuch wert. Am 30. und 31. gibt es dann auch tolle Programme. Ja, was gibt es noch? Wer in Budapest ist, der kann nach Újpest fahren. Újpest. Da gibt es nämlich den berühmten Újpesti Tökfaragó, was so viel heißt wie der Újpest Kürbisschnitzen. Und da kann man auch an solchen Schnitzworkshops teilnehmen. Das ist dann auch das ist am 29. Oktober. Aber wenn es am 29. regnet, weil das ja Freiluft-Event ist, dann legt man das auf den 30. Aber bis jetzt sieht es nicht so aus. Also 29. Oktober kann man hier an Schnitzworkshops teilnehmen und man bekommt sogar einen kostenlosen Kürbis, den man schnitzen kann. Also ist auch sehr gut da, dass man das auch lernen kann, wie man korrekt die Kürbisse schnitzen kann oder schnitzen sollte. Wir haben letztes Jahr auch mit meiner Freundin einen Kürbis geschnitzt und dieses Jahr auch. Ich zeige euch das mal. Ich bin gespannt, was ihr so denkt. Das ist unser Kürbis. Wir dachten mal, wir machen dieses Jahr eine Katze.
Und wir waren ganz stolz, das ist nicht perfekt natürlich, aber wir waren ganz stolz, dass wir das so hingehauen haben. Und jetzt ist es auch auf der Terrasse und da gibt es auch eine kleine Kerze drin, die dann auch die Katze so beleuchtet. Die Feuerspeierkatze, oder? Ja, das ist also, wie gesagt, und ich habe es vorgemalt und meine Freundin hat es geschnitzt. So hatten wir das geplant. Ja, was gibt es denn noch auf diesem UiPest-Event? Da wird es auch Filme geben, kann man auch an Filme teilnehmen. Gesichtsbemalung für Kinder oder Erwachsene, wer möchte. Es gibt auch zum Beispiel Ballettvorführungen, Peter Pan, aber auch Volkstanzvorführungen. Typisch ungarisch wird es da. Und hier kann man auch an Gewinnspielen teilnehmen. Also auf jeden Fall besuchen, wenn man da in Budapest ist. Das ist in UiPest, am Szent István tér, Szent István Platz, Heiliger Stephansplatz. Jetzt haben wir das komplett übersetzt auch so. Und ja, auf jeden Fall, wer die Familie hinbringen möchte, ich glaube, die Kinder werden das lieben. Ja. Ist aber sehr schön, schreibt man. Danke. Danke, freut uns. Das nennt man teure Arbeitsteilung. Ja, genau, so geht das. Also wir wissen, wie man das aufteilen muss mit meiner Freundin. Ich mache die leichte Arbeit, sie macht die harte Arbeit. Nee, sie wollte schnitzen. Ich habe ein Auge geschnitzt und den Rest hat sie dann gemacht. Und dann habe ich, wenn ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, hier beim helleren Bild links sieht man das vielleicht. Da gibt es ja, die Katze hat ja so kleine Öhrchen. Die haben wir dann auch von hinten ausgeschnitzt. Naja, hätte auch besser sein können. Aber nee, wir sind stolz drauf. Wir sind stolz auf unsere Feuerkatze hier. Und mein Kaffee ist schon kalt. Aber ich werde dann schön. Wie ihr immer das sagt. Kalter Kaffee macht schön. Ja, dann habe ich noch ein Event hier. Und wer am Balaton ist, das war auch gestern in den Nachrichten. Jetzt startet ja die offene Balaton, Open Balaton Aktion. Und da will man zeigen, dass Balaton am Ende des Sommers nicht schließt, also das auch zu den kälteren Jahreszeiten auch was zu bieten hat. Viele, viele Unterkunftsmöglichkeiten, viele Hotels, die meisten Hotels sind immer noch offen, Restaurants sind offen. Es ist halt nur Wintersaison, nicht Sommersaison. Und dazu gehört dann auch sehr schön eine Halloween-Party, finde ich. Also das zum Beispiel Halloween-Party-Schiff in Schiofog. Das ist auch am 29. ab 19 Uhr geht das los und das ist für jede Altersgruppe eigentlich, weil man schreibt, dass 2.900 Forint der Eintritt ab 4 Jahren für jeden. Wenn man 4 Jahre alt ist, wenn man 102 Jahre alt ist, 2.900 Forint, also ist es wahrscheinlich auch kinderfreundlich, da wird auch getanzt, es gibt Musik, es gibt Party, DJ, Halloween-Cocktails, alkoholfreie Cocktails, also ich finde das auch wirklich spaßig. Also wenn man schon da ist, dann man muss nicht eingekleidet sein, ist aber empfohlen. Warum nicht? Wenn es schon Halloween ist, warum nicht ein Kostüm wählen und darin Party machen? Ja, man hat ja dann sowieso eine Maske auf, also kann man sich mehr erlauben. Naja, kommt auch drauf an, was das Ziel ist. Aber auf jeden Fall ist das auch mal so eine Möglichkeit. Ich war noch nicht auf so einem Partyschiff noch nie, aber vielleicht nächstes Jahr. Jetzt kann ich ja nicht hin. So, nicht kalter Kaffee macht schön, sondern kalter Kaffeedampf macht schön, schreibt die Renate. Ja, das haben wir einmal besprochen, oder? Das haben wir nämlich auch von den Rosenthals, unseren Freunden, und den Rosenthals haben wir das gehört, dass das nicht der kalte Kaffee macht schön, weil früher war das irgendwie so mit der Schminke und wenn die Frauen, die geschminkt waren, die hatten Angst, dass wenn sie Kaffee trinken, der Dampf die Schminke abmacht und deshalb haben sie das kalt getrunken. Also kalter Kaffee bleibt schön, wer kalten Kaffee trinkt. Weiß nicht, ist eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Ja, also einige Halloween-Events hier für euch als Tipp. Vielleicht besucht ihr doch mal einen in Budapest, in Győr oder am Balaton. Es gibt wahrscheinlich auch viele mehr. Die meisten Zoos, die machen immer so Halloween-Events, ne, für Kinder und Familien. Ist auch immer Riesenspaß. Nico macht die feingeistige Arbeit anzeichnen und seine Freundin bleibt die brutale Messerarbeit. Ja, aber es war ein voller Erfolg, wie ihr gesehen habt. Also warum nicht?
So, wenn wir jetzt schon so viel über die Schnitzerei gesprochen haben, über die Kürbisschnitzerei, ich zeige es nochmal hier, dann habe ich euch auch nämlich was vorbereitet. Und ihr wisst, am 26. war ja auch der Tag des Kürbis in Amerika zum Beispiel. Also jetzt dreht sich natürlich hier alles um den Kürbis. Da haben wir euch auch ein Video gepostet, wie gesund die Kürbis ist und was man so damit kochen kann, was man so damit vorbereiten kann. Aber jetzt habe ich auch einige Wörter für euch vorbereitet. Also haben wir hier wieder ein Lernvideo, ein Wörtervideo über einige Begriffe über den Kürbis, was ihr dann auch auf Ungarisch lernen könnt. Also viel Spaß, gutes Lernen. Jetzt warte ich noch vielleicht einige Sekunden, bis ihr Papier und Stift und sonst was holt. Und dann könnt ihr abschreiben. Aber das wird auch bald auf unserer Webseite erhältlich sein. Und dann kann man das stoppen und abschreiben. Also, ich starte jetzt. Kürbissorten. Tückfeuertag. Tückfeuertag. Kürbis. Sütőtök. Sütőtök. Kürbissuppe. Sütőtök leves. Sütőtök leves. Kürbiskern. Tökmag. Tökmag. Kürbiskernöl. Tökmagolaj. Tökmagolaj. Kürbisschnitzen. Tökforogás. Tökforogás. Herbst. Ősz. Ősz. Halloween. 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 Dekoration. Dies. Dies. Frucht. Gümölch. Gümölch. Kürbisrezept. Tökrezept. Tökrezept. Ja, einige Begriffe hier. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und ich habe schon die Kommentare geguckt, was ihr dann so schreibt. Und Jonas Fan hier auf YouTube hat geschrieben, klingt ja wie Donnerstag. Ja, genau. Çütörtök klingt genauso wie Çütörtök. Auf Ungarisch ist ja Çütörtök der Donnerstag, Çütörtök der Kürbis. Und ja, ich habe das jetzt nicht so recherchiert, aber ich habe schon mal in der Schule haben wir darüber gesprochen und es ist zurückzuführen zu den Osmanen. Da dieses Çütörtök klingt ja auch so ein bisschen türkisch, ne? Und da hat man irgendwie was übernommen. Ob Donnerstag der Kürbistag war dann, wer weiß, vielleicht. Çütörtök, sehr ähnlich und wahrscheinlich auch hat irgendwas miteinander zu tun. Und ich sehe hier, dass Resi schreibt Tökyo. Tökyo schreibt man, sagt man, wenn was Tolles ist. Ja, das ist toll. Tökyo. Und das hat auch was mit dem Kürbis zu tun. Also Kürbis gut, sagt man halt auf Ungarisch. Kürbis gut. Tökyo. Von wo das herkommt, weiß ich leider auch nicht. Verschiedene Wörter für Kürbis. Ich kannte bisher nur Tök. Ja, deshalb machen wir das, damit ihr auch was dazulernt. Und ich sehe gerade, ich habe einen Schluck Kaffee und wir sind seit 30 Minuten live. Es ist 9:59 Uhr, es ist Freitag. Also sage ich, dass wir hier Schluss machen und ich euch ins Wochenende überlassen gehe. Gehen lasse. Na, ja, man spürt schon, es ist Freitag, ne? Ja, ich glaube am Montag, da treffen wir uns nicht, ist nämlich auch Feiertag und ich bin da auch gar nicht hier.
im Studio. Ich glaube, vielleicht der Sven auch nicht. Also es wird auch uns gut tun, ein bisschen so 4 Tage, ein bisschen ausruhen. Und ich glaube, dann sehen wir uns am Mittwoch zu guten Laune. Da werde ich auf jeden Fall dabei sein. Und wahrscheinlich der Sven auch. Er kommt nämlich auch bald zurück von Monaco. Also wünsche ich ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit den Wörtern, mit den Programmtipps, mit den News. Und ja, dann sage ich wunderschönes Wochenende, langes Wochenende. Szép hétvégét. Langes Wochenende auf Ungarisch ist übrigens hosszú hétvége. Jetzt habt ihr noch was gelernt. So, 10 Uhr. Ich sage Tschüss, Sziasztok und wir sehen uns.